Zitat von FEN-Beauftragter ME gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Allerdings gibt es auch keinen Grund, die letzten beiden Spiele ganz unkritisch zu nehmen. Die Tabellensituation lässt eigentlich keine Schwächen zu, zumal jetzt auch noch der KSC nachzieht. Die gute Serie kann die Mannschaft da vielleicht auch ein bisschen in Sicherheit wiegen, was nicht an, obwohl wieder einiges Positives aus der Partie mitzunehmen ist. Brauchen wir weiterhin die volle Fokussierung. Ich würde nächstes Wochenende im Zweifel gerne auch einen glücklichen Sieg nehmen. ME gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Allerdings gibt es auch keinen Grund, die letzten beiden Spiele ganz unkritisch zu nehmen. Die Tabellensituation lässt eigentlich keine Schwächen zu, zumal jetzt auch noch der KSC nachzieht. Die gute Serie kann die Mannschaft da vielleicht auch ein bisschen in Sicherheit wiegen, was nicht an, obwohl wieder einiges Positives aus der Partie mitzunehmen ist. Brauchen wir weiterhin die volle Fokussierung. Ich würde nächstes Wochenende im Zweifel gerne auch einen glücklichen Sieg nehmen. Wenn der Tabellenerste zum Tabellenletzten fährt, sollte das Ergebnis eigentlich klar sein. Eigentlich. Denn zum einen waren die Ergebnisse von Würzburg nicht entsprechend der gezeigten Leistungen und die Niederlagen waren mit Pech und schlechten Schiedsrichterleistungen. Zum anderen hatte der HSV zwar eine klasse Serie, aber die letzten Spiele waren nicht vollständig. Letzte Woche schrieb ich noch nach dem Spiel gegen Fürth. Es ist natürlich klar, dass Dune und das Trainerteam die Probleme der letzten Spiele gesehen und analysiert haben werden. Die Vorgabe von Dune war trotz des Lobes für Würzburg klar, er wollte mit aller Macht das. Aber das ist ja nur das eine. Das andere ist es, die richtigen Schlüsse hierfür zu ziehen, Verantwortung Trainer, und diese Marschroute auch auf dem Platz umzusetzen. Während insbesondere im letzten Spiel die Chancenverwertung das Problem war, war aber auch schon der Ausfall von Leistner zu spüren. Ambrosius wirkte nicht ganz so sicher. Nun fielen sogar beide aus. Dies muss sicher schon als Schwächung angesehen werden, da die zentrale Deckung bisher ein Punkt. Dazu war das Fehlen von Dusiak und Jatta in der Startformation auch nicht förderlich, obwohl Hund gegen Fürth statt. Trotzdem steht eine mit ausreichend Qualität ausgestattete Mannschaft. Von Beginn an konnte man nicht sehen, nicht spüren, dass die Spieler im Gegensatz zu den Worten des Trainers das Spiel mit aller Macht gewinnen wollen. Klar, der Freistoß von Kittel hatte auch im Tor sein können. Aber ansonsten? Insgesamt ein pomadiger Auftritt, der an alte Zeiten erinnerte, kaum Torgefahr. Bezeichnend auch, wie die Gegentore fielen. Jung, Ulrich und Onana sahen sehr schlecht aus, sehr zögerlich, so dass der Gegner ziemlich unbedrängt zu den entscheidenden Torschüssen kam. Bei Giamara fielen in der ersten Herz zahlreiche kleinere Stockfehler bei der Ballannahme auf, so dass fast jeder Angriff wieder abgebrochen werden. Von Kittel und Hund als kreative Spieler war heute gar nichts zu sehen. Über die Außen ging ebenfalls nicht viel, keine Flanken, jedenfalls keine. Als Konsequenz hängt unser Boxspieler Tarode in der Luft und ist ohne jeden. Onana fiel nur durch Fouls auf. Insgesamt ist das viel zu wenig, kein Konzept, keine Spielidee, kein Tempo, keine Dribblings, kein. So kann man gegen gut eingestellte Würzburger eben nichts holen. Punkt MA muss wohl konstatieren, dass die Tendenz aktuell nicht so positiv ist, wie es der Tabellenplatz. Mag es letzte Woche noch am fehlenden Matchglück gelegen haben, aber mir hat in den letzten Spielen schon die volle Überzeugung der Mannschaft. Es gibt immer Phasen in der Saison, klar, aber wie ich letzte Woche schon schrieb, Zeit für Schwächen ist einfach nicht. Dazu ist es zu eng. Leider habe ich kein Patentrezept in der Fehleranalyse und der Fehlerbehebung. Klar ist aber, wenn nicht alle bei 100% sind im Kopf, in der Einstellung, wird es extrem schwer. Zumindest die Grundtugenden müssen auf dem Platz sichtbar sein, denn Matchglück hat man nicht im. Zum Schluss, es bringt jetzt nichts, die Geister der letzten zwei Jahre zu wecken. Wir haben eine neue Mannschaft, neue Trainer. Das Umfeld ist noch. Alle sollten sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Das ist genug zu tun. Aber, wir können aufsteigen, sind aber noch in der zweiten Liga. Die muss so angenommen werden, wie sie ist. Dies müssen sich alle jeden Tag immer wieder vergegenwärtigen und dies dann mit auf den Platz. Dann klappt es auch mit dem Aufstieg. Heute sah es allerdings nicht danach.